Herzlich willkommen. Die meisten haben schon die Vesper mitgefeiert. Zur Einführung in die Osterliturgie. Einige, die das schon einige Jahre verfolgen oder diesen Impuls immer mitnehmen, von denen her muss ich natürlich denken, dass wir nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Und so habe ich mir auch nicht vorgenommen, noch einmal durch die ganze kompakte und sehr sinnige Liturgie zu gehen, sondern noch mal zu versuchen, wie wir das in den letzten Jahren schon ein paar Mal versucht haben, aber immer mit einem anderen Text, über einen Scharniertext, wenn man so will. Also einen biblischen Text, der so etwas bildet wie einen archimedischen Punkt, von dem aus man den inneren Kern dessen, was wir jetzt im Triduum, also in den drei heiligen Tagen, von Gründonnerstagabend bis ins Osterfest hinein, was wir da feiern, der uns das aufschließt. Wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht mit solchen Scharniertexten wie etwa Philipper 2, der sogenannte Philipper-Hymnus. Das ist ein solcher Text, der uns in den nächsten Tagen oft begegnet, weil wir ihn, wir haben ihn als zweite Lesung am Palmsonntag gehört, und weil wir ihn singen werden in den Trauermetten, in allen Horen, bis zur Osterfeier dann hinein. Christus factus est pro nobis. Gibt es große Vertonungen, etwa, wenn man kann, sollte man das die Tage mal hören, von Anton Bruckner, ganz großartig. Dort ist beschrieben, wie Christus, der wie Gott ist, sich entäußert, Mensch wird, ja, Sklavengestalt annimmt und den Tod erleidet und eben deshalb erhöht wird. Er bekommt einen Namen, der über alle Namen erhaben ist. Also diese große Bewegung, die wir in diesem Triduum haben, der ja schon vom Palmsonntag her schon auf uns ausstrahlt, sozusagen, dass wir es mit Erniedrigung und Erhöhung zu tun haben. Gerade dieses Stichwort Erhöhung, das uns aus dem Klang der letzten Wochen aus dem Johannesevangelium schon sehr vertraut ist. Wir haben das versucht mit einem anderen biblischen Text, der natürlich auch prominent am Karfreitag vorkommt, der grundlegend ist für die Passionsberichte. Was das bedeutet, wenn ich sage, er ist grundlegend dafür, darauf kommen wir dann bei unserem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen noch. Also Psalm 22 war das, den Jesus selber am Kreuz, als er stirbt, zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir haben das schon einmal, und dieser Text spielt dann heute bei unserer Betrachtung eine Rolle, mit Lukas 24 versucht, der auch ein solcher Text ist, also mit den Emmaus-Jüngern. Ein Evangelium, das wir am Ostermontag klassischerweise hören. Heute also ein anderer Text, und zwar das sogenannte vierte Gottesknechtslied, Jesaja 52, 53. Ich kann ja ohnehin keine letztverbindlichen Aussagen machen hier, aber ich habe heute noch versucht, in der Literatur zu gucken. Wahrscheinlich gibt es eine Arbeit darüber, ich habe sie aber nicht gefunden. Wenn es eine solche gibt, ich bin mir nicht sicher, ob es eine gibt, sollten die studierten Mitbrüder, die anwesend sind, eine Antwort wissen, bitte ich sofort um Unterstützung. Nach meiner Kenntnis, die ich heute in der Durchsicht des Tridentinischen Missale, in der Durchsicht des alten Breviers gewonnen habe, wird dieser Text, das vierte Gottesknechtslied, nicht gelesen oder gesungen in der alten Liturgie. Das wird uns vielleicht noch einmal, wenn wir gleich den Text noch einmal an uns nah heranlassen, noch einmal als ganz bedeutsam erscheinen. Und es gibt ja viele Dinge, die man kritisieren kann in der liturgischen Erneuerung oder liturgischen Änderung, dass heute dieser Text ganz in der Mitte dieses Triduums steht, nämlich als prophetische Lesung des Karfreitagsgottesdienstes, ist sicher ein großer Gewinn. Dieser Text hat eine unglaubliche Bedeutung. Und deshalb bin ich auch nicht ganz sicher, deshalb bleibe ich ein bisschen vorsichtig. Wahrscheinlich habe ich irgendetwas Wichtiges übersehen. Zumindest beschleicht mich dieses Gefühl, dass ich denke, das kann doch nicht sein, dass man diesen Text nicht zitiert hat, weil ihn nämlich gerade die Kirchenväter so traktieren, und zwar die frühen, Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, die nehmen immer ganz stark Bezug darauf. Also das soll heute unser Text sein, der, wie gesagt, am Karfreitag jetzt seit der Reform 1970 im Missale eben vorgesehen ist, als erste Lesung des Karfreitags. Ostern entgegen, klar, das passt insofern, als wir jetzt
zwei Tage vor dem Gründonnerstag sind und auf das Osterfest zugehen. Ich will das aber heute Abend in einem anderen Sinn verstanden wissen, nämlich Ostern entgegen vom Alten Testament her. Ostern entgegen gehen und Ostern anschauen vom Propheten Jesaja her bei diesem vierten Gottesknechtslied. Und dort werden uns interessante Dinge begegnen. Weil es immer Formen von, das wird die Frage sein, Prophetie, also Weissagung von etwas, was in der Zukunft liegt, Fragezeichen. Oder gibt es sozusagen einen impliziten Blick auf etwas, in dem ich etwas aussagen kann, ohne dass ich mir bewusst bin, was ich eigentlich sage. Oder es bewusst nur oder unbewusst oder bewusst anspiele. Deshalb wollte ich gerne beginnen mit den näheren Ausführungen und am Ende auch schließen, jeweils mit jüdischer Lyrik von zwei Frauen. Das eine Hilde Domin. Hilde Domin ist meines Wissens nie konvertiert zum Christentum. Sie war aber mit einem Katholiken verheiratet, Herrn Palm. Und das war ihr sehr wichtig. Und sie hat sozusagen zu ihrem verstorbenen Mann dann immer insofern Kontakt gehalten, als sie jeden Sonntag den Fernsehgottesdienst geschaut hat. Da durfte sie nichts und niemand stören. Wenn der kam, war die Frau abgemeldet. Ist ja sehr alt geworden, hat in Köln gelebt. Die hat einen Text geschrieben, der heißt Ecce Homo. Diese Stelle, die uns am Karfreitag auch in der Johannespassion begegnet, wenn Christus ganz zerschlagen, gegeißelt ist, und insofern hat der Film von Mel Gibson schon recht, diese Passage der Geißelung ist ja dort als besonders grausam angesehen worden, und es war grausam. Und das, was dort gezeigt wird, natürlich mit allen Mitteln des Films, ist nur ein schwacher Abklatsch der Wirklichkeit. Davon kann man ausgehen. Und dann wird er herausgeführt und Pilatus stellt in der Meute, dem Ochlos, wie es im Text heißt, der Masse, die da versammelt ist, vor. Ecce Homo, Hilde Domin. Weniger als die Hoffnung auf ihn, das ist der Mensch, einarmig, immer. Nur der Gekreuzigte, beide Arme weit offen, der hier bin ich. Ich will beginnen, nicht nur weil heute der Jahrestag seiner Wahl ist, daran können wir aufgrund der Karwoche jetzt gar nicht so richtig denken, aufgrund der relativ festgelegten Texte. Ich will beginnen mit dem Papst, weil er uns in seinem zweiten Band des Jesusbuches ganz sehr wichtige Spuren und wunderbare geistliche und auch, was die Schrift angeht, Erkenntnisse mitteilt. Und der Papst schreibt über die Passions- und Auferstehungsberichte, dass sie ein ganz besonderes Charakteristikum haben, indem sie ganz besonders angefüllt, man könnte sagen gedrängt sind mit Anspielungen und Zitaten aus dem Alten Testament. Und er legt einen Grundsatz offen. Faktum, und darauf legt nicht nur der Papst Wert, sondern darauf lege ich auch als Bibliker Wert und darauf müssen wir Wert legen, das historische Faktum und der Sinn, den man aus dem Alten Testament, also aus der eigenen Bibel bezieht. Die Jünger und die Frauen und Männer, die Jesus nachgefolgt sind, sind zunächst alles Juden. Die können nicht sagen, wir gucken im Alten Testament nach, weil es das zu dieser Zeit erstens so gesammelt noch gar nicht gibt. Und es ist ihre Bibel, die sie in der Regel auswendig können. Historisches Ereignis und das Wort Gottes durchdringen einander. Der Papst sagt, die Fakten sind gleichsam mit Wort, mit Sinn angefüllt und auch umgekehrt. Was bisher nur Wort, und zwar oft genug unverständliches Wort gewesen war, wird Wirklichkeit. Und so erschließt sie sich. Und genau so in diesem Prozess bildet sich die Kirche. Die Emmausgeschichte, Lukas 24, ist ein solcher Prozess des Lernens. Ich werde darauf gleich noch mal kurz eingehen. Der Einklang, so sagt der Papst, von Faktum und Wort bestimmt nicht nur die Struktur der Passionsberichte und der Evangelien überhaupt,
sondern ist konstitutiv für den christlichen Glauben. Der Einklang von Faktum und Wort. Warum? Ich weiß nicht, ob der Papst es deshalb so betont, aber ich betone es heute Abend deshalb so, weil wir die Krise des Glaubens in unserem Land zum Beispiel an diesem Punkt beschreiben können. Jedes Kind, jeder Jugendliche lernt heute in der Regel in Deutschland im Religionsunterricht nämlich genau das Gegenteil. Wenn er nicht eine Ausnahme hat einer wirklich im besten Sinn erleuchteten Religionslehrerin oder eines Religionslehrers. Dann ist es nämlich so, dass sie sagen, ja, da war irgendwas mit dem Jesus und dann wollten die eine Kirche haben, irgendwie nach dem Tod. Und dann haben sie im Alten Testament geblättert, was können wir denn da alles brauchen? Und danach haben sie dann sozusagen die Evangelien oder die Passionsberichte aufgeschrieben. Also, für unser Beispiel, das ich eben schon erwähnte, Psalm 22. Da finden die den Psalm und sagen, ah ja, komm, das passt ja irgendwie ganz schön. Ja? Oder das vierte Gottesknechtslied. Ja. Und dann, ich sage das sehr salopp, fummelt man was da hinein in die Evangelien, was so nie geschehen ist, was wir heute, man nennt das natürlich literarisch und theologisch, nennen wir das literarische Überformung. Unter uns gesunden Menschen mit einem Verstand sagt, nennt man das gelogen. Ja, weil es nicht so war. Es tut mir leid. Da kann ich noch so schöne Begriffe für verwenden, theologisch. Das Faktum unter normalen Menschen bleibt, also stimmt also gar nicht. Und das ist das, nachdem Kinder und Jugendliche normalerweise einen sehr gesunden Menschenverstand haben, ist das, was hängen bleibt. Wir müssen uns gar nicht merken, weil das war so nicht. Es ist genau umgekehrt. Dem historischen Faktum folgt eine Relektür der eigenen Bibel. Also ein mit neuen Augen. Sie kennen das bei der Emmaus-Geschichte. Da wird ein grundsätzlicher Vorgang geschildert. Da gingen ihnen die Augen auf. Sie waren müde im Herzen, heißt es wörtlich. Man könnte auch sagen, ein bisschen denkfaul. Sie haben diese Stellen im Alten Testament bisher gar nicht großartig der Beachtung wert gefunden, die man jetzt aufgrund dessen, was man erlebt hat mit Jesus, also aufgrund des historischen Faktums, ganz neu entdeckt und sagt, das haben wir bisher nie verstanden. Jetzt fällt der Groschen. Das ist sozusagen der Punkt, der gefunden ist, um das alles verstehen zu können und zum Leuchten zu bringen. Deshalb ist, denke ich, die Beschäftigung mit diesem Text lohnend und werden uns hoffentlich auch die müden Herzen ein wenig bewegt und die gehaltenen Augen aufgehen. Ich hoffe, dass wir genügend haben. Vielleicht können wir das irgendwie rundgehen. Ich gebe eins von vorne und eins von hinten. Ist zunächst unsere Frage, was hat Jesaja dort gesagt? Und wie hat man sein Wort, das er gesagt hat, als Prophet verstanden? Das muss die erste Frage sein. Also wir fragen dann biblisch schon mal nach dem Sitz im Leben. In welcher Situation wird das Wort gesprochen? Wo erklingt es zum ersten Mal? Was war der Anlass für ein solches Wort? Ich habe Ihnen drei Übersetzungen mitgebracht, die sich jetzt nicht ganz riesig unterscheiden. Das erste ist die Einheitsübersetzung, die wie immer ein bisschen ungenau ist. Dann habe ich Ihnen eine Übersetzung eines sogenannten Deutero-Jesaja-Kommentars, den ich eigentlich derzeit für den ergiebigsten halte. Mitgebracht und eine Übersetzung von Marius Reiser, dessen Gedanken ich Ihnen heute Abend vortrage. Man hat ja nie alles von sich. Ich habe einen Aufsatz gefunden und da muss man auch noch, man muss mal am Jahrestag seiner Wahl einfach sagen, man bildet sich ja manchmal ein als Bibliker, man würde schon die Literatur verfolgen, obwohl das natürlich unglaublich breit ist und dann schlägt man das Buch des Papstes auf, immerhin eines Mannes, der letzte Tage am Samstag 84 wurde und fühlt sich auf jeder zweiten Seite ertappt und denkt, mein Gott, das ist ja ganz neu, das hast du noch gar nicht und hast du vor allen Dingen noch gar nicht gelesen. Also Bücher, die 2009 erschienen sind, der Papst hat die schon gelesen, er hat die schon reingearbeitet, ja,
Und man kriegt den Mund dann nicht mehr zu. Ich bin diese Tage mit Nachbestellen gar nicht mehr, bin gar nicht nachgekommen, ja, was man wirklich lesen muss. Ja, an wirklich, und zwar meine Fußnoten, das wissen wir ja seit Gutenberg, Fußnoten machen kann jeder. Ja, aber das wirklich zu verarbeiten, zu lesen, zu werten und dann in einen größeren Kontext zu stellen, das ist schon eine Leistung. Ja. Und dafür kriegt er jetzt nicht noch einen Doktor, ja, für dieses Buch, sondern das ist einfach eine große, wirklich ein großer geistlicher Gewinn für die Kirche. Ich will den Text einmal in der Übersetzung von Marius Reiser lesen. Siehe, mein Knecht hat Erfolg. Er wird aufsteigen, erhöht werden und hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzt haben. Denn unmenschlich entstellt war sein Aussehen und seine Gestalt glich nicht mehr der eines Menschen. So wird er viele Völker in Staunen versetzen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen nie erzählt hat, das sehen sie. Und was sie nie gehört haben, das nehmen sie wahr. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Und der Arm des Herrn, an wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt und Schönheit, auf die wir gern geschaut hätten. An seinem Aussehen fanden wir kein Gefallen. Er war verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Dabei waren es unsere Krankheiten, die er getragen, und unsere Schmerzen, die er auf sich genommen hat. Wir aber glaubten ihn geschlagen, von Gott getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt um unserer Verfehlungen willen, unserer Sünden wegen zerschlagen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Striemen sind wir genesen. Allesamt irrten wir umher wie Schafe, jedermann ging seinen Weg vor sich hin. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Misshandelt beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das keinen Laut gibt vor seinen Scherern, so tat er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschlecht? Denn abgeschnitten wurde er vom Land der Lebenden, wegen der Verfehlungen seines Volkes zu Tode getroffen. Sein Grab gab man ihm bei den Schurken. Bei einem Reichen war er im Tod. Dabei hat er kein Unrecht getan und kein Trug war in seinem Mund. Doch dem Herrn gefiel es, ihn durch Leiden zu zermalmen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer hingegeben hat, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Das Gefallen des Herrn kommt durch ihn zum Ziel. Für seine Mühsal wird er Licht schauen, seine Erkenntnis wird ihn satt machen. Gerecht machen wird der Gerechte, mein Knecht, die vielen. Ihre Sünden, er lädt sie auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und lasse ihm Beute teilen mit den Mächtigen dafür, dass er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Frevler rechnen ließ. Ja, die Sünden vieler hat er getragen und ist für die Frevler eingetreten. Wie sagt jener Unbekannte, sich dann als schriftkundig erweisende auf dem Weg nach Emmaus zu den beiden, O ihr Toren, vielleicht sagt er das heute Abend auch zu uns. O ihr Toren, was seid ihr so langsam in eurem Herzen, an alles zu glauben, was die Propheten gesprochen haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um in seine Herrlichkeit zu gelangen? Das ist ein Riesenthema, das uns in diesen Tagen immer wieder begegnet. Im Evangelium steht, dass der Messias leiden muss, im Evangelium. Haben wir das bis heute verstanden?
Wir fangen dann immer gleich an, mit dem Gottesbild zu operieren. Wie kann denn... Gott ist doch gut. Ja. Dem kann man nicht widersprechen. Und darf man nicht widersprechen. Ja, aber dann mit dem Leiden. Wie kann denn dann seinen Messias, seinen Christus, wie kann überhaupt jemand leiden? Also, Konsequenz, Gott ist nicht gut. Oder, Alternative, wir lassen mal die Stellen alle weg. Mit dem ganzen Kram. Opfer, Sühne, kommt alles auf die Mühle. Hat das Konzil ja auch abgeschafft. Kommt dann immer. Ja? Alle diese ganz schwierigen Begriffe, mit denen, wo wir in innere Fragestellungen kommen, die wir aber an uns heranlassen müssen, sonst landen wir in so einem Buddhismus-Leid mit ein paar Ikonenampelchen noch. Das ist aber nicht mehr christlicher Glaube, was wir dann haben. Da müssen wir die Bibel zu 3/4 auf dem Schrottplatz entsorgen. Also kann das nicht der Weg sein, wie wir das machen. Das geht nicht. Wir sind unwahrhaftig dann. Wir müssen diese Begriffe, wir müssen uns anstrengen, sie zu verstehen. Und das geht nicht einfach nur über eine Denkanstrengung, sondern indem wir die Texte sprechen lassen. Und zwar so, wie sie hier stehen. So gut es geht. Wir haben das schon beim Papst kennengelernt eben. Die Kirche ringt um ein Verstehen. Und das war mehr als notwendig, um dieses Verstehen zu ringen. Denn die Christen sagen ja, natürlich, der Messias, der gekommen ist, den kennen wir. Der ist schon da. Auf den müssen wir nicht mehr warten. Das ist Jesus von Nazareth. Aber, was ist mit dieser Riesenirritation, dass der keinen Erfolg hat? Der wird als Verbrecher aufgehängt. Wird begraben, schnell, schnell, damit er vom Feiertag, wird er als Leiche schnell verscharrt, würden wir heute sagen. Schnell in die nächstbeste Spelunkennische rein, Gott sei Dank hat der Josef von Arimathea dafür sich selber vorgesorgt, da kommt er jetzt schnell rein, Stein davor, Ruhe ist. Das war's. Auf diese Frage, das ist eine unglaubliche Irritation, die wir auch an uns heranlassen müssen, weil wir vielleicht in dieser Irritation unsere eigenen Fragen, unsere eigene Irritation wiederfinden. Was ist das mit diesem grässlichen Leiden? Und was hat es am Ende mit Gott zu tun? Warum dieser schmähliche Tod? Mit diesen Fragen beginnen die frühen Christen, beginnen die Apostel, beginnt ein Paulus, beginnt die erste Generation der Kirchenväter. Also, ich habe eben schon genannt, Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, beginnen die Bibel neu zu lesen. Nach dem Motto, haben wir bisher was übersehen? Also mit dem Ende eines Messias am Kreuz hat niemand gerechnet.